Trägt sie sexy Dessous oder hat sie darunter vielleicht eine Miederhose an? Stars am roten Teppich tragen Shapewear. Sie schämen sich nicht für diese Mogelpackung. Im Gegenteil, sie stehen dazu. Mit den Tricks der Stars kennt sich die Linzerin Kerstin Lechner aus. Das Model stand bereits bei den Oscars in L.A. auf der Bühne. Also der Oscar-Tag überhaupt, das geht ja schon los um 6, 7 in der Früh. Also da kommen dann Make-up und Stylisten und Fitnesstrainer. Und wenn du dann fertig bist und Haare fertig, Make-up fertig und dann geht es in das schöne Abendkleid, dann hast du halt diese Shapewear. Kurven werden betonter, finde ich. Die Taille wird auch zum Teil auch kleiner gemacht. Die Hüften werden schön runder, so wie hinten oder vorne. Also es hat einfach viele, viele Vorteile, diese Shapewear. Taille betonen, nichts Neues. Getrickst haben die Damen bereits im Mittelalter. Und heute sind Curvy-Models gefragt. Flache Hintern, sogar out. Immer mehr schummeln sich ihren Traumbutt und greifen zu Po-Einlagen. Das sind so Teile eigentlich aus Baumwolle, die eingenäht sind, zum Teil auch in der Shapewear. Oder die kannst du auch kaufen aus Push-Ups. Da gibt es auch Jeans, die diesen Effekt haben. Und du hast einfach eine schönere Kurven. Das ist zwar nicht echt, aber es ist wurscht, das fällt ja keinem auf. Und so ein Höschen finden wir bei Brigitte Holzinger. Und ich kann mir einen Po zaubern. Es ist so, wie wenn man ein Push-Up-BH tragen würde. Das sind so kleine Pölsterchen eingebaut. Die einen mögen mehr, die anderen wieder weniger und greifen zur Shapewear. Da gibt es verschiedene Stärkegrade. Das kann man mal angreifen. Das ist wirklich ganz fest. Also da kann man wirklich den Bauchbereich minimieren. Wenn man von früher geht, also diese Shapewear war wirklich fast wie ein Panzer, konntest fast kaum atmen damit und jetzt ist die Ware einfach ein Traum, schaut auch noch dazu schön aus. In die enge Miederhose reinzwängen und dann kaum damit atmen können, diese Zeiten sind vorbei. Man muss immer aufpassen, man darf sich's nicht so eng kaufen. Man muss nur die Technik wissen. Bei den Kleidern zum Beispiel darf man nicht von oben reinschlupfen, sondern muss man von unten reinsteigen und das raufziehen. Die Marke Spanx hat bisher den Markt dominiert. Gründerin Sarah Blakely hatte die Idee zur figurformenden Unterwäsche. Damals zu dem Zeitpunkt war die ja arbeitslos und hat sich gedacht, sie muss jetzt irgendwas machen, dass aus dem Dilemma rauskommt. Und hat angefangen mit Strumpfhosen. Und mittlerweile ist das eigentlich ja die Geschäftsidee, mit der sie sich eigentlich zur Millionärin gemacht hat. Jetzt kommt Kurvenwunder Kim Kardashian mit ihrer Marke Skims daher. Eine Kooperation mit dem Modehaus Fendi. Und der Kollaboration, die sie hat mit Fendi, ist das natürlich das Ding, was man überhaupt trägt momentan. Weil durch Corona auch hat sich sowieso jeder in diesem Loungewear-Feeling sehr wohl gefühlt. Und ich glaube auch, das ist der Next Step, wo ich sage, okay, ich kann auch Shapewear jeden Tag anziehen. Weil früher war das eigentlich etwas, was du nur zu besonderen Anlässen genommen hast. Ja. Sie will mit ihrer Kollektion auch ein Zeichen in Richtung Body Positivity setzen, also gegen unrealistische und diskriminierende Schönheitsideale. Schummeln zwar erlaubt, aber liebe Frauen, steht zu euren Kurven.